Mann, fängt der schon gut an, mein Video. Hey ho, meine Lieben. Ich hasse es, wenn die Videos mit so einer mittleren Katastrophe anfangen. Ich komme mit meinem Einkaufskorb rein und kapletsch, flackt alles am Boden. Naja, alles wieder zusammengesammelt. Die Übersicht habt ihr ja gerade gesehen draußen. Nee, Spaß. Die machen wir jetzt noch hier drüben nochmal. Aber was gibt's denn überhaupt? Wir machen heute einen Bohneneintopf. Ja, Bohneneintopf im Kessel. Leute, lass mal's kesseln. Gehen wir rüber, tun wir schnibbeln. Legen wir los. Attacke. Ja, und schon wären wir mittendrin in der Übersicht. Wir haben wieder hier Gulasch vom Rind, Schwein, zwei Scheiben Gelderländer Bauchspeck, dann haben wir hier Suppengrün, was haben wir da alles drin? Ja, so ziemlich alles, was neu gehört. Dann habe ich an Gewürzen Salz, Pfeffer, Paprika, geräucherte dieses Mal wieder Thüringer, Majoran und Thymian, genau. Dann ein Creme Fraiche, ein Butterschmalz, noch extra Petersilie. Die wird klein geschnippelt, die kommt dann ziemlich zum Schluss mit dem Creme Fraiche hinzu. Bohnen, normale grüne Princess-Bohnen heißen die, glaube ich. Dann habe ich hier noch gemischte Bohnen. Einmal rote Kidneybohnen, weiße Bohnen und braune Bohnen. Soll ja ein Bohneneintopf werden. Und ich nasche die immer so schon. Tja. Dann schneide ich jetzt mal das Fleisch noch etwas kleiner, den Bauchspeck schneiden, Gemüse schälen und schnibbeln. Und wenn das soweit ist, packe ich das alles nochmal in meine ganz gute Kiste und dann gehen wir raus in die Grillkota. Schnibbeln, Übersicht nochmal, Grillkota. So machen wir das jetzt. Da haben wir alles. Am Fenster habe ich gerade Patricia vorbeilaufen sehen. Ja, aber eins habe ich trotzdem noch vergessen. Und zwar ein schönes Gläschen Rinderfond. Das nehmen wir jetzt auch mit hinaus. Dann packe ich das jetzt alles aus und dann geht es aus. Ein in die Kiste und dann gehen wir raus in die Grillkota. Jetzt feuern die Kohlen an und ich sag's euch, eigentlich völliger Blödsinn, bei Minus, mir friert der Rotz in der Nase ein, hier draußen was zu machen, aber es wird schon wärmer werden. Im Moment haben wir es hier noch minus 1,6 Grad hier herin, aber das wird schon werden. Und ja, wenn die Kohlen dann schön durchgefeuert sind, durchgeglüht sind, zeige ich es euch. Dann legen wir ja eh los. Die Zutaten stehen da hinten in der Kiste. Mein Handy, das schnappe ich mir jetzt und schaue irgendein Video an und für euch geht's weiter. Ja, so langsam wird es angenehmer hier herin. Naja, 2,8 Grad, aber mich friert es nicht mehr. Das will schon was heißen. Hier erst einmal ordentlich an Butterschmalz rein und jetzt habe ich wieder was vergessen. Nehme ich noch eine zweite Schüssel. Ja, dann laufe ich halt noch mal. So, das ziehe ich auch noch mal auf die Seite und dann hole ich erst einmal noch eine zweite Schüssel. Das kann dann an der Seite schon mal schmelzen. So, da wäre ich wieder. Noch so eine Wanne geholt. Warum? Na, ganz einfach, um das Fleisch, wenn es angebrutzelt ist, da rein zu tun. So. Und was ich vorher noch vergessen habe, weil ich es nicht gefunden habe, da habe ich gerade noch mit Schatzi telefoniert. Hier habe ich noch Mettenten. Die habe ich gleich klein geschnitten drinnen. Tja, und die kommen natürlich dann auch gleich beim Anbraten mit rein. Zeit habe ich heute jede Menge. Wir haben es jetzt gerade mal 12 Minuten vor 6. Und Leute, Schatzi muss heute leider oder hat leider bis um, ich glaube, 9 Uhr Dienst oder was. Naja, also kann ich jetzt in aller Ruhe das Fleisch Stück für Stück vorbrutzeln.
und muss mir keine Gedanken machen. Das mache ich jetzt so. Und wenn dann das ganze Fleisch angebraten ist, hole ich euch wieder dazu. Das ist nicht schön, wie er wackelt. Also mir gefällt es irgendwie. So Leute, jetzt, gleich 6:30, habe ich die Würstchen auch noch etwas angebrutzelt. Ja, man könnte schon fast sagen, frittiert bei dem Haufen Fett, was hier drin rumschwimmt. So sieht unser Fleisch- und Wurstberg mittlerweile aus. Ich glaube, das sollte ausreichen. Waren übrigens je 500 Gramm Rind und 500 Gramm Schwein. Tja, und was habe ich vorher noch total vergessen? Ganz klar, mein übliches Tomatenmark. Habe ich aber Gott sei Dank dann noch dran gedacht. Da haben wir jetzt wieder mal ordentlichen Spruz rein. Ja, das war mehr als ein ordentlicher Spruz. So, dann kann das jetzt schon auf die Seite. Dann hauen wir unser Gemüse mit rein. Und dann können wir das Ganze wieder vor sich hin schmuggeln lassen, ein bisschen. Und das nächste Video werde ich definitiv mal wieder im Topf machen. Ja, also wenn ich so ein Gericht mache, dann eben im Topf. Nachdem jetzt das Gemüse schön angeschmort ist, schütteln wir mal unsere Brühe hier auf, den Rind davor. Der kommt gleich komplett hinein. Komm, die Bohnen kann man auch gleich mit rein tun. Zumindest die grünen Böhnchen. Dann kommt unser Fleisch wieder hinein. Und die Wurst. Mit Wasser aufgießen. Die Flasche habe ich übrigens ordentlich ausgespült, also keine Panik, dass da Cola noch mit drin ist. Ja, da geht schon ein bisschen was rein. Und jetzt fällt mir noch was ein. Ich hätte noch Mehl mit rein tun können. Ja, dann lassen wir das Mehl halt weg dieses Mal. Jetzt springe ich nicht schon wieder. Dann fangen wir mal mit den Gewürzen an. Da fährt ein Auto vor. Erst einmal mit dem Salz. Frei nach Schnauze und Gefühl. Pfeffer. Dann der geräucherte Paprika. Wenn denn noch was rauskommt. Ja, die Feuchtigkeit. Die Dose ist noch fast voll. So.
So, das sollte reichen. Dann etwas Thymian. Und Majoran. So. Zum Ende wird es natürlich wieder abgeschmeckt. Aber jetzt schön aufrühren. Na, vielleicht hole ich mal doch noch ein bisschen Mehl zum Eindicken. Wahrscheinlich sogar mit Sicherheit. Und dann darf das Ganze jetzt ein bisschen köcheln. Und wenn ich euch das nächste Mal hinzugezogen habe oder hinzuhole, dann habe ich auch schon ein bisschen Mehl noch mit runter. Das hole ich mir nämlich jetzt. Ja, und dann darf das Ganze so bis kurz vor 8 Uhr köcheln. Eineinhalb Stunden, eine Stunde 20 Minuten, dann wäre es 8 Uhr. Und kurz zuvor tue ich auf alle Fälle noch die anderen Bohnen hinzu. Leute, jetzt haben wir sie, ne? Und jetzt gucken wir da mal rein. Und es brodelt immer noch nicht so hundertprozentig, wie ich das gern hätte. Obwohl hier unten drunter eine Schweinemörderhitze ist. Aber ich muss auch immer wieder mal umrühren. Nicht, dass man da unten was ansetzt. Und die Gelegenheit nutze ich nämlich jetzt für ein klitzekleines Probierer der Soße. Oh, ja. Thymian und Majoran schmeckt mir gut raus. Gefällt mir. Salzig ist es genug. Und Paprika ist auch genügend drin, definitiv. Dann kann ich auch die Gewürze wegräumen und das Ganze weiter blubbern lassen. Also sprich, euch hole ich wieder dazu, wenn die Böhnchen reinkommen. Und dann nochmal, wenn der Schmand und die Petersilien reinkommen. Genau, so machen wir das, Leute. Kaum gemaulert, ein paar Minuten später sieht es dann schon so aus. Also jetzt brodelt es richtig, so wollen wir das. Hey, jetzt schauen wir mal, wie lange wir das drauf lassen, wie weich nachher das Fleisch ist. Die grünen Böhnchen können eher ein bisschen verkochen, deswegen habe ich die ja gleich mit rein. Und dann sehen wir schon. So Leute, wir haben es kurz nach 7:30. Ich habe vorher schon mal probiert, man könnte das Fleisch schon essen. Jetzt haue ich die Bohnen mit hinzu. Warum habe ich die Bohnen abgegossen und durchgespült? Na ganz einfach. Mein Schatz mag das nicht, wenn da das Bohnenwasser, die Flüssigkeit noch mit drin ist. Ich hätte das gern mit drin, aber naja. Ich will ja, dass sie dann auch was davon essen tut. Ja. So, so lassen wir das jetzt noch mal ein paar Minuten köcheln. Und dann kommt noch das Creme Fraiche mit rein. Und dann sind wir auch schon fertig. Leute, zum zeitlichen Abgleich. 19.47 Uhr. Ich habe die ganzen Zeiten total aus dem Auge verloren. Ist mir auch relativ. Jetzt kommt das Creme Fraiche rein. Thank you.
Lass mal ja alles erwischen hier. Ja, mittlerweile hat es komplett zum Brodeln aufgehört. Aber heiß ist es trotzdem. Richtig so, dass ich jetzt noch mal ein bisschen ziehen kann. Ja, kann man so sagen. Das lassen wir jetzt bloß noch offen ziehen und nachher geht es dann weiter mit dem Probiererle. So, jetzt schaue ich aber, dass ich noch ein Fleischbröckchen erwische. Einwandfrei. Einwandfrei. Jetzt ist es soweit. Ein bisschen blubbern tut's wieder. Ich ziehe den Kessel auf die Seite. Jawohl. Oh, jetzt kann man schön reingucken. Und wo ist meine Schöpfkelle? Und nehme hier erstmal eine ordentliche Portion raus. Die werde ich jetzt hier heraus auch komplett verspeisen. Also ja, das sind noch ein paar Böhnchen. Und den Rest werde ich nicht satt essen. Nachher, wenn dann Schatzi von der Arbeit kommt. Aber jetzt machen wir erstmal unser Probiererle. So Leute, jetzt haben wir es 19,58, 14,8 Grad. Ja, man merkt schon, dass der Grill langsam wieder runterfährt, die Kohlen langsam ausgeglüht sind. Aber nichtsdestotrotz. Sind die grünen Bohnen von der Konsistenz. Also auf alle Fälle heiß. Wow. Also, ich finde es mal sehr, sehr lecker. Das schmeckt mal richtig gut, Leute. Ob man jetzt die normalen grünen Bohnen mit so Kidney und weißen Bohnen mischen kann, sollte oder nicht, das steht auf einem anderen Blatt. Ich habe es gemacht. Ich finde es gut. Nicht hervorragend, aber gut. Ich hätte noch eine Idee. Grüne Bohnen und Rosenkohl. Da mal so einen Pott machen. Könnt ihr ja drunter kommentieren, was ihr davon haltet. Grüne Bohnen und Rosenkohl und damit einen Topf machen. Das wäre jetzt so eine Idee. Wenn ihr das sehen wollt, wenn ich das machen soll, dann drunter kommentieren. Aber das ist echt lecker.
definitiv sehr fleischlastig. Ja, 8 Uhr Bimmeling. Die Kirchturmuhr geht eine Minute nach. Egal. Leute, das war's dann mit diesem Video. Meine Nachmachempfehlung habt ihr. Aber jetzt grüne Bohnen und normale Bohnen zusammen da reinhaut, das bleibt dann euch überlassen. Ja, ich glaube, ich tät's wieder so machen. Es ist mal was anderes. Und wirklich lecker. Tjo, Leute, das ist eine optimale oder ein optimaler Ersatz zum Chili con Carne, würde ich jetzt mal behaupten. Also, selber ausprobieren, sich selber eine Meinung bilden. Ja, okay. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video oder mein Livestream Freitag auf Samstag. Leute, wir sehen uns. Hasta la vista und tschüss, bis zum nächsten Mal essen. Ist das heiß?